Hallo liebe Tatonga Community, mein Name ist Sebastian und wir befinden uns hier gerade auf Victoria Island, nördlich des Polarkreises in Kanada. Moin, ich bin der Mario. Ja, ich bin der Joshua und wir hatten 2016, 2017 die verrückte Idee, die weltweit größte Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel zu besuchen. Diese Insel wurde wahrscheinlich noch nie betreten und das wollten wir ändern und haben uns deswegen auf den Weg nach Kanada gemacht. Ja, und um unser Ziel zu erreichen, haben wir einerseits einen Pilgerwagen gehabt, den wir mittels einem Geschirr an uns befestigt haben und so hinter uns herziehen konnten. Und andererseits hatte jeder auch einen Packraft zusätzlich dabei, damit wir dann Flüsse und Seen überqueren konnten. Ja, das ist absolut geil! Einfach zurücklehnen, ab und zu mal rudern. Für die ganze Reise waren wir ungefähr 3 Wochen unterwegs. Was wir alles dort erlebt haben, möchten wir euch jetzt in den nächsten Tagen hier auf Instagram gerne zeigen. Viel Spaß dabei! Haut rein! Für so eine Expedition gehört natürlich einiges an Planung dazu. Nachdem die Idee jahrelang ausgereift ist, hatten wir das letzte halbe Jahr viel Zeit damit verbracht, den Plan detailliert durchzugehen. Wir mussten uns überlegen, wie wir vorankommen, welche Route wir wählen und im Grunde auch, was für Equipment wir nutzen möchten. Tatonga hat uns dabei super geholfen, uns mit Rucksack, Zelt und anderen Gegenständen ausgerüstet. Außerdem haben wir uns für einen Wanderwagen entschieden und einen Packraft. Da mussten wir auch einige Stellschrauben anpassen, dass es an unsere Bedürfnisse angepasst wird. Wir haben uns mehrmals getroffen, das Ganze getestet, wir haben uns körperlich vorbereitet und mussten uns auch um Sicherheitsausrüstung vor Ort und den Rücktransport von unserer Insel bemühen. Das Ganze hat uns viel Zeit und Energie gekostet und wir waren dann super froh, dass wir endlich starten konnten. So, nach der Ankunft in Cambridge Bay, dem gefühlt kleinsten Flughafen der Welt, haben wir uns hier so ein bisschen wie am Ende der Welt gefühlt und mussten dann auch die letzten Vorkehrungen vor Ort treffen. Das heißt, die letzte Equipment organisieren, unseren Kontakt, den wir vorher geknüpft haben, treffen und ebenfalls noch Equipment einsammeln und unsere Sachen zusammenpacken, den Reacher, den Wanderwagen zusammenbauen. Und dann haben wir uns nach einer Nacht, die wir hier in der Umgebung gezeltet haben, auf den Weg gemacht. Die ersten Kilometer oder die ersten Tage gingen dann am Meer entlang, haben wir noch eine halbwegs befahrbare oder begehbare Straße, die dann irgendwann immer schmaler wurde, immer holpriger, sodass wir relativ schnell auch schon gemerkt haben, dass unser Wanderwagen mit den knapp 70 Kilo Gepäck durchaus Probleme bereitet. Nicht für den Wanderwagen selbst, aber für uns, weil es einfach unglaublich schwierig war, voranzukommen. Sodass wir uns dann nach kürzerer Zeit entschieden haben, Gepäck zurückzulassen und unseren Plan anzupassen. Aber dazu das nächste Mal mehr. Nachdem ihr im letzten Video gehört habt, dass ihr schon nach wenigen Tagen die ersten Schwierigkeiten hatten mit dem Untergrund und mit der enormen Hitze, die wir hier so nicht erwartet hatten, haben wir an Tag 4 eine schwere Entscheidung getroffen. Eigentlich müsste man hier nackt rumlaufen, so heiß ist es. Die Moskitos hast du hier als Freundschaft um deinen Kopf schmierend. Und wir haben nicht mehr so viel Wasser. Und der Wagen ist gerade in dem Gelände auch irgendwie beschissen. Super langsam, holprig, jede Kuhle nimmst du mit, muss sich dann wieder nach vorne stürzen mit dem Körper, anstrengend. Wir haben unser ursprüngliches Ziel, vielleicht noch weiter bis zur Küste zu laufen, hinten runterfallen lassen und uns wirklich nur auf unser primäres Ziel, und zwar das Erreichen der Third Order Island, konzentriert. Dementsprechend haben wir eine recht schwere Entscheidung getroffen und wirklich rund die Hälfte unseres Gewichtes oder die Hälfte der Ausrüstung zurückgelassen und uns auf das wirklich Notwendigste reduziert. Dementsprechend haben wir auch Essen oder Puffertage, die wir eigentlich eingeplant hatten, für ein solches Abenteuer rausgestrichen und haben gesagt, wir möchten wirklich uns auf dieses Ziel der Third Order Island oder im Erreichen der Third Order Island konzentrieren. Wie das Ganze ausgegangen ist und wie es weiterging, erfahrt ihr im nächsten Video. Zu Beginn hatten wir super Wetter, aber dafür auch zahlreiche Moskitos um uns rum. Das war nicht so mein Tag.
bisschen ausgelaugt, schlecht geschlafen, ja, sehr wach gewesen. Wir waren sehr am Schwitzen und haben auch immer wieder Gegenstände verloren von unserem Wanderwagen, weil wir noch nicht so geübt darin waren, alles zu befestigen. Ganz viel Sonne, super heiß, ultra viele Mücken, weil kein Wind weht. Und wir sind jetzt vom Strand weg, ins Landesinnere. Und da sieht es ziemlich übel aus. Da haben wir einen, der ist über den Reacher geplumpst. Jetzt, wo die Belastung am geringsten ist. Das muss die Motivation sein. Da sind dann Landkarten, die ersten Wasserflaschen und ja, später auch wichtigere Dinge verloren gegangen, die wir aber auch teilweise wieder gefunden haben. Wieder nach Victoria Island und das Wetter hat dann allerdings auch öfter umgeschlagen und wir mussten uns an solchen Tagen dann mit Gummistiefeln, Regenhose und Poncho durch den Matsch in die arktische Tundra schlagen. Anstrengend, aber auch irgendwie spaßig. Gehört dazu. Das ist einfach nur ätzend. Wir sind zu weit südlich gelaufen, haben jetzt einen großen Bogen gemacht. Wenn man immer wieder hier den Sachen ausweichen muss, dann findet man ein bisschen die Orientierung, weil man kaum Fixpunkte hat. Voll nervig. Und wenn der Scheißregen nicht wäre, wäre alles so viel einfacher. Nachdem ihr das letzte Mal etwas über die Fortbewegung an Land erfahren habt, möchte ich euch heute die Fortbewegung zu Wasser etwas näher bringen. Wir hatten Packrafts dabei und wir haben tatsächlich schon direkt am ersten Seetag die arktische Tundra zu spüren bekommen. Voller Gegenwind, immer wieder Wellen hoch, runter. Schöner Kölschern am Morgen. Wir hatten viele Wellen, wir hatten die ersten Probleme, Wasser ist ins Boot eingedrungen und wir mussten uns dann etwas neu organisieren. Ich glaube, es war für uns alle eine kleine Lehrstunde, dass die Art von Überquerung hier mit dem Gegenwind, mit dem Packraft, mit dem Gewicht ja, nicht das Beste ist. Aber aus Fehlern lernt man natürlich. Beim nächsten Mal, als wir dann aufs Meer gegangen sind, hatten wir super Wetter und alles auch etwas besser verzurrt, das Packraft besser zugemacht. Dementsprechend konnten wir diesen Seetag oder diesen Meertag hervorragend nutzen und gut Strecke machen. Die Sonne scheint, es windet, wir haben fast Rückenwind, es gibt keine Mücken durch den Wind und ja, wir sind alle happy. Bei Sebastian kommt so ein bisschen Wasser ins Boot, beziehungsweise es verliert auch ein bisschen Luft. Alles handelbar und einfach geil, wenn man überlegt, wo wir hier gerade sind, in Nordkanada, nördlich des Polarkreises, keine Sau hier und es fühlt sich einfach gut an. An Tag 11 sind wir dann an einen sehr großen See gekommen und haben uns eigentlich schon bei bestem Wetter drauf gefreut, in den See zu stechen. Als wir nächsten Tag aufgewacht sind, haben wir festgestellt, das Wetter hat umgeschlagen und wir haben es ziemlich windig. Wir sind dann auf die Idee gekommen, den Rückenwind zu nutzen und uns aus diesem Tatonka-Poncho auch ein Segel zu bauen. Und wir haben uns gefreut wie kleine Kinder, die das erste Mal in See stechen und haben dann tatsächlich über mehrere Stunden ohne jegliche Anstrengung richtig Strecke machen können. So, ich erzähle euch was über die Tierwelt auf Victoria Island. Was wir erwartet haben zu sehen, waren Eisbären, Grizzlybären, Wölfe, Moschusochsen und Karibus beispielsweise. Zu einigen Tieren mussten wir uns natürlich Gedanken über die Sicherheit machen vor Ort, wie wir damit umgehen und hatten dann beispielsweise einen Bärenzaun organisiert, der uns dann warnt, sofern ein Tier zu nah ans Feld herankommt. Was wir letztendlich gesehen haben, waren leider keine Grizzlybären, keine Eisbären, dafür aber wohl ein Wolf aus der Entfernung an der Küste entlang gelaufen.
Wir haben super viele Vögel gesehen, die waren omnipräsent, haben uns anscheinend ausgelacht, während wir den Pilgerwagen durch den Dreck gezogen haben. Und vor allem auch Karibus, die haben sich mit großer Neugier uns genähert, bis auf 30, 40 Metern, haben kleine Tänze vollführt und wir haben das Ganze fotografisch festgehalten und uns gleichfalls mit den Karibus gefreut über das ganze Schauspiel. Wir sind gut vorangekommen und haben uns mit großen Schritten der weltweit größten Insel in einem See auf einer Insel in einem See auf einer Insel genähert. Das Wetter war leider sehr, sehr wechselhaft und wir hatten einige Tage mit sehr viel Regen und starkem Wind. An solchen Tagen war die Moral im Team eher so lala. Wir saßen teilweise dann bis 11 Uhr im Zelt und haben gewartet, bis es etwas besser wird. Was soll ich dazu sagen? Im Wetter können wir nicht raus. Abfahrt verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Wieder abwarten. Schenke an meinem Leben. Finde ich irgendwie geil. Deswegen, eben ist der Blitz. Das hat ganz schön gescheppert. Das ist hinten was. Natürlich mussten wir auch im Regen weiter und da hatten wir Glück, dass wir das Tatonka-Poncho dabei hatten. Das Zelt hat uns sowieso immer trocken gehalten und die Trockensäcke haben unser Equipment hervorragend geschützt. Erster planmäßiger Tag heute eigentlich auf dem See. Wird wohl erstmal nichts, beziehungsweise wird erstmal nach hinten verschoben, weil wir jetzt in einem kleinen Gewitter gelandet sind. Bei Gewitter haben wir unsere Wanderwegen zu einem Blitzableiter entfernt vom Zelt aufgestellt und da haben wir uns dann wesentlich wohler gefühlt. Mit Blitz und Donner ist jetzt vielleicht dann doch nicht so geil, aber zumindest sind wir hier an Land noch trocken dank unseres Ponchos von Tatum. Ja, hört sich genauso an, als würde es entfernen. Ort vorstellen als jetzt hier mit euch in diesem Zelt bei Blitz und Regen. Wenn dann die Sonne mal rauskam an so einem Tag, waren wir natürlich super happy und überglücklich, dass wir mal einen kurzen Moment hatten, wo wir innehalten konnten. Wie sah denn so ein typischer Tagesablauf von uns aus? Wir sind in der Regel zwischen 7 und 8 Uhr aufgestanden, im Zelt noch gefrühstückt, dann langsam alles zusammengepackt. Jeder hatte seine Aufgabe, Zelt abbauen, Bärenzaun zurückbauen. Und dann waren wir auch schon recht schnell ein eingespieltes Team und nach circa anderthalb Stunden mit dem Packraft oder dem Wanderwagen unterwegs. Alles schön festzuhren. Wir haben alle schon was verloren. Ich glaube, ich habe am zweiten, dritten Tag unsere ausgedruckten Karten. Aufkleber verloren, Mario seine Flasche, Sevi hat immer wieder was verloren, wir haben sie da eingesammelt hinten. Also es ist, mittlerweile weiß man, wie man es machen muss, dass nichts mehr runterfällt, aber es ist ziemlich gefährlich, dass irgendwas runterbaumelt und man am Ende es vergisst, dann muss man 2 Kilometer zurückgehen und suchen, aber bis jetzt ist noch alles Wichtige da. Meistens haben wir gegen 12.30 Uhr Mittagspause gemacht und während der Pause und auch während dem Laufen haben wir uns immer neu orientieren müssen und etwas navigieren. Das haben wir dann mit Hilfe des GPS gemacht. War nämlich nicht immer alles so einfach, zwischen den Seen und Tümpeln hindurchzukommen. Nachdem wir ungefähr 10 Kilometer pro Tag zurückgelegt haben, haben wir gegen 17, 18 Uhr das Lager aufgeschlagen, noch zu Abend gegessen, den Zaun aufgestellt und uns auch noch schon bald den Schlafsack gewidmet, weil wir echt K.O. waren und neue Energie gebraucht haben und getankt haben, um den nächsten Tag gut zu starten. Die letzten Meter sind bekanntlich die schwierigsten und so war es bei uns dann auch. Wir hatten wirklich super schlechtes Wetter. Die Motivation war groß, auf die Insel zu kommen. Motivation nicht so hoch, aufgrund des Wetters. Eben noch Wasser in meinen Gummistiefeln entdeckt. Besserer Tag.
alle anstrengende Tage in den Knochen. Wir waren körperlich am Ende, aber wir wollten natürlich noch die Insel erreichen. Die arktische Tundra und Victoria Island haben es uns nochmal richtig schwer gemacht auf den letzten Metern. Wir waren kurz davor, auf die Second Order Island zu kommen und hatten knapp 200 Meter Paddelstrecke vor uns. Wir hatten super starken Gegenwind und Regen und haben es dann tatsächlich in wahrscheinlich einer Rekordzeit von einer halben Stunde geschafft, auf die andere Seite zu kommen. Dort mussten wir noch mal einen knappen Kilometer auf Wanderwagen umbauen. Es war natürlich super matschig, buckelig, wie gehabt, und wir kamen noch mal ziemlich in Spitzen. Als wir dann über den letzten Hügel rüber sind, haben wir sie dann gesehen, die Third Order Island. Wir hatten noch mal einen großen See vor uns, eine letzte Paddelstrecke, und dann sind wir gemeinsam zu dritt die letzten Meter auf die Insel und haben vermutlich als erste Menschen, wer weiß es schon, diese Insel betreten. Yeah! Ja, Mann! Alter! Geil, dass du das so machst! Wir waren in dem Moment super glücklich, weil nach jahrelanger Planung, nach intensiver Vorbereitung und nach 18 anstrengenden Tagen haben wir es dann tatsächlich geschafft, die weltweit größte Insel in einem See auf einer Insel in einem See, auf einer Insel zu betreten. Wir hatten uns vorgenommen, 2 Nächte auf der 2,5 Fußballfelder großen Insel zu bleiben. Leider waren die ersten beiden Tage nicht so sonderlich gut. Weiterhin viel Regen, das heißt viel Zeit im Zelt verbracht. Dafür durften wir an dem Tag der Abholung herrliches Wetter genießen, die Insel noch mal etwas erkunden und sind dann quasi wieder auf die Second Order Island zurückgegangen, um uns dort von einem See, der groß genug war für die Wasserflugzeuge oder für das Wasserflugzeug, um zu landen, abgeholt zu werden. Nachdem wir alles verstaut hatten und Platz genommen hatten, durften wir Victoria Island auch noch mal von oben sehen. Tschüss, Third Order Island. War schön mit dir. Spaß gemacht. Heute nochmal von seiner schönen Seite gezeigt. Jetzt müssen wir die Insel auch schon wieder verlassen. Wir bedanken uns bei Tatonka für das gute Equipment. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit unserem Zelt, mit unserem Rucksack, mit den Trockensäcken, mit Kleinigkeiten wie Campinggeschirr und Tasse und Teller. Vielen Dank dafür. Und euch auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen zu der Expedition habt, könnt ihr das einfach in die Kommentare hauen. Schreibt uns einfach und wir versuchen, alle zu beantworten. Und solltet ihr eines Tages dieser Insel einen Besuch abstatten, dann haben wir vielleicht eine kleine Überraschung für euch hinterlassen.